10 Jahre lang war die Al-Nur-Kita als einzige muslimische Betreuungseinrichtung Vorzeigeprojekt in Mainz. Doch nun soll dieses Tor Ende März für immer schließen. Das Ergebnis monatelanger Prüfungen: Salafismusverdacht. Die Betriebserlaubnis wurde entzogen. Also wir können es nicht zulassen, dass man Kontakte zu einer Universität hat, die eindeutig dem Salafismus zugeschrieben ist. Das kann auch kein Zufall mehr sein. Oder dass man Bücher verteilt, die jugendgefährdet sind. Das kann auch kein Zufall mehr sein. Solche Verdachtsmomente gab es über die letzten Jahre immer wieder. Bereits 2013 soll der als radikal geltende Mohammed al-Arifi in den Räumen der Kita aufgetreten sein. Nach der Prüfung steht fest, offenbar kein Einzelfall. Immer wieder seien radikale Prediger vor Ort gewesen. Einfluss auf die Kinder könnte nicht ausgeschlossen werden, deswegen muss der Kindergarten schließen. Der Träger der Kita, Sami El-Hagrasi, kann die Entscheidung nicht verstehen und beteuert: Was ganz wichtig ist, wenn er bei uns ist, er hat auch nicht uns als Plattform nutzen, um diese Hetzerei gegen irgendeine Religion oder Gemeinschaften. Er möchte gegen die Schließung nun auch rechtlich vorgehen und damit die einzige muslimische Kita in Rheinland-Pfalz vielleicht doch noch retten. Viel Zeit hat er nicht. Die Stadt Mainz hat bereits zugesichert, den 18 Kindern der Kita kurzfristig einen neuen Betreuungsplatz zu schaffen.